merkwürdige Gefühl, dass einem alles wegrutscht, obwohl es einem gut geht, obwohl wir wirklich so gut leben wie nie vor uns Generationen hintereinander, wir alle irgendwie Angst haben, etwas zu verlieren. Diese Verlustangst, die sich irgendwie gesellschaftlich so breit gemacht hat, ist in diesem Stück absolut jeden Moment spürbar. Marschallin verbringt die Nächte mit einem 17-jährigen Knaben. Sie ist eine verheiratete Frau, der Mann ist irgendwie beim Jagen, ein Soldat, ein Feldmarschall. Und sie betreibt währenddessen ihre Liebesnächte mit Minderjährigen. Ja? Dass sie am Schluss des Aktes sagt, ich will jetzt in die Kirche gehen, es ist erstaunlich, dass die Leute damals nicht Skandal geschrien haben. Strauss definiert die Zeit natürlich vor allen Dingen über die Linien und gerade im Zeitmonolog, ganz am Ende des ersten Aktes, der wirklich ganz hinreißend ist, bleibt die Zeit an einem gewissen Moment auch stehen. Also sie beginnt zuerst zu singen, das Ganze fließt und fließt und es gibt Girlanden, die sich ineinander verweben quasi und dann auf einmal kommen die Glockenschläge, man hört eine Uhr und die schlägt aber interessanterweise 13 Mal. Dieses Stück ist so voll, so kunterbunt, es passiert so viel gleichzeitig, aber in diesem Moment bleibt wirklich alles stehen. Diese Walzer Seligkeit ist, weiß Gott, nicht irgendetwas, wo man sagt, jetzt schunkeln wir alle, sondern man schaukelt gewissermaßen immer in einen Bereich hinein des Endes. Ja? Und wenn man sich Dekadenz gewissermaßen bildlich vorstellt, dann ist diese Art von Fall im Dreivierteltakt des Walzers von Strauss schon angelegt. Wiesbaden hat auch eine besondere Beziehung zum Rosenkavalier, denn zum einen waren wir eines der Theater, das den Rosenkavalier zuerst aufgeführt hat nach der Uraufführung, die war ja zu Beginn 1911 in Dresden. Wir hatten dann die Wiesbadener Erstaufführung am 25. Dezember 1911. Was aber auch noch besonders ist, wir spielen nach wie vor das mit dem Orchestermaterial aus den originalen Noten von 1911. Und es gibt einen Eintrag in der solobratschen Stimme, in der drin steht, dass wir wirklich im Jahr 1926 hat Richard Strauss das Stück selbst persönlich hier an diesem Ort dirigiert. Und das verpflichtet uns geradezu und motiviert, das natürlich ganz besonders schön zu machen.